Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Besichtigung eines besonders interessanten Gebäudes in der Pirnaer Altstadt begrüßen. Wir werden uns heute die Stadtbibliothek ansehen, die Sie bei mir im Hintergrund sehen. Das ist ein Gebäude, wo Bauteile aus 7 Jahrhunderten nebeneinander zu finden sind. Und ich bitte Sie, mir jetzt einfach in das Gebäude zu folgen. Seit 1999 ist die Stadtbibliothek in der Donaueschen Straße untergebracht. Auch Pirnaer Vereine finden hier Platz. Ursprünglich war das Gebäude ein altes Bürgerhaus. Die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek befinden sich in einem alten Kaufmannshaus. Und wir befinden uns jetzt in der Haushalle dieses Gebäudes. In dieser Halle, die sehr geräumig ist, konnten früher Waren umgeschlagen werden. Man konnte hier also mit einem Wagen reinfahren und die Waren hier auch im Trocknen von dem Wagen abladen. Dieses heute sehr große Gebäude besteht aus 2 Vorgängerbauten, die dann später zusammengefügt wurden. Wir befinden uns jetzt praktisch in der Mitte dieser beiden Häuser. Wenn wir nach rechts schauen, sehen wir eine Außenwand eines dieser Vorgängerbauten und auf der linken Seite die andere Außenwand. Diese beiden wurden dann mit dem Gewölbe zusammengefügt. Der Beweis dafür, es existieren 2 völlig separate Kelleranlagen. Hier befindet sich auch eines der ältesten Fragmente des Gebäudes, ein romanisches Portal. Das unterirdische Gewölbe ist ein eingetieftes Erdgeschoss. Das Niveau der Straße verlagerte sich nach oben, so wurde daraus ein Keller. Direkt darüber liegt der gotische Saal. Wir befinden uns jetzt in einem der interessantesten Räume des Hauses, dem sogenannten gotischen Saal. Dieser Saal wurde erst während der Sanierung des Hauses wiederentdeckt. Bis zur Sanierung war dieser heute sehr geräumige Raum in mehrere kleine Einzelräume unterteilt, die von einer flachen Decke überspannt waren. Das heißt, dass man die gotische Holzbalkendecke bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sehen konnte. Aufgrund dessen, dass sie über Jahrhunderte verschalt war, ist sie sehr gut erhalten geblieben. Das Gleiche betrifft auch die Wände. Hier haben sich 30 bis 40 Farbschichten erhalten. Die Restauratoren haben diese untersucht, haben dabei festgestellt, dass es auch einmal eine Fassung in einem Grün- und Orangeton gab, der also dann auch wieder hergestellt wurde. Wo sich heute die Vereinsräume befinden, steht seit dem 13. Jahrhundert die Stadtmauer. Das Hinterhaus wurde an den Wehrbau angesetzt. Die 2 Meter breiten Mauern erzählen davon. Von diesem Wehrgang aus wurde einst die Stadt bewacht. Von der Haushalle im Erdgeschoss führt diese Treppe direkt ins erste Obergeschoss, in die Diele des Hauses. Es ist ein sehr geräumiger Raum, wo der damalige Besitzer Gäste empfangen hat und auch verschiedene feierliche Anlässe begangen hat. Die Bausubstanz in diesen Räumlichkeiten stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert. Wenn wir mal nach oben schauen, sehen wir hier noch erhaltene Balkendecken aus dieser Zeit, die bei der Sanierung dann behutsam restauriert und auch wieder ergänzt wurden. Eine wahre Zimmermannsleistung ist der 4-geschossige Dachstuhl. Noch heute kommen Meister mit ihren Lehrlingen, um sich die Konstruktion anzusehen. In der heutigen Kinderbibliothek waren die Lagerräume des Kaufmannshauses untergebracht. Der Dachstuhl muss Anfang des 17. Jahrhunderts gebaut worden sein. Das ergab eine Untersuchung des Holzes. Im Dachgeschoss befindet sich auch die kleinste Tür des Gebäudes. 1,50 Meter ist sie hoch. Ein Relikt aus der Zeit als Lagerraum. Im Hof zeigen sich Elemente aus den Epochen des Hauses von Altertum bis Neuzeit. Aus dem 17. Jahrhundert stammt der mehrgeschossige Laubengang. Er spiegelt sich in der modernen Glasfassade des neuen Anbaus wider. Der Versuch des Architekten, alt und neu zu vereinen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder einige Schönheiten unserer Altstadt präsentieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir demnächst ein weiteres Haus in der Stadt uns gemeinsam ansehen könnten.